Guten Abend, Leute, lasst euch Bandagen anlegen. Hier im wunderbaren Krankenhaus in Silent Hill. Letzte Folge sind wir ja irgendwie durch eine Wand gestürzt und jetzt sind wir bei den Krankenakten gelandet. Also wieder im Erdgeschoss. So, und jetzt liegen hier zwei Sachen rum. Einmal der Zettel. Warum helfen Sie mir nicht? Warum sperren Sie mich hier ein? Mit ihm. Lass mich raus, lass mich raus, lass mich raus. Und dann war hier drüben noch ein anderes Objekt. Ah, ein Ring. Oder war das das? Ah, das ist eins von diesen Armbändern, die um die Statue um. Hier muss nur drei Stück von finden. Wo kam er denn her? Aslak. Sind wir wieder hier, ist alles schön. Wir müssen erstmal speichern, weil ich musste das ein ganzes Ende nachspielen. War ein bisschen unglücklich. Musste die Schrotflinte nochmal besorgen und so. So. Wir haben ja jetzt wieder keine Items mehr. Was machen wir denn mit der Kanüle? Oh, komm. Ihren Kopf ja nicht im Griff. Guck mal, da kann man auch noch durchkriechen. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Wo geht's denn da hin? In den Aufsichtsraum? Waren wir da nicht schon drin? Nee. So, einer ist es. Kleinen Schweine, wo kam der zweite her? Der hat mich richtig überrascht. Ja, die sind echt gut getarnt hier. Irre. Irre gut. Angepasst an ihre Umgebung, aber an jede. Die können wir erstmal aufmachen. Damit die Schwester in ihren kommen können, wenn was ist. Mal den Notfallknopf drücken. Die sehen besser aus hier, die Betten. Nicht so räudig. Boah, du dreckige kleine Sau! Ich muss vorsichtiger sein hier drin. Ich denke nur, weil ich 30 Heiltränke habe, dass ich hier machen kann, was ich will.
Ihre Zeichnung. So, wie war das? War da nicht irgendwas noch mit dem... Ne, mit dem Aufenthaltsraum müssen wir, ne? Ist jetzt, ob ich irgendwas übersehe. Aber ich glaube, sonst wäre ein Ausrufezeichen dran. Das ist einfach nur, um mal zu gucken. Assi, das Bug. Aber warum ist er noch hier? Hatten wir das nicht schon geklärt hier in der Dusche? Wenn man auf die Karte gucken hilft. Oh Gott, wo sind wir denn? Wie ich das denn gemacht? Okay, hupsi. Ein Notfall! Oh, ist nicht passiert denn schon was, wenn wir das erste Armband hier aufstecken? Spielt eine Rolle, wohin? Vielleicht. Vielleicht später. Und da können wir nicht fortfahren an dem Tresor, weil da fehlt uns eine Taste. Und ich denke nicht, dass es ideal ist, dass die eine Taste fehlt. Deswegen habe ich mich noch nicht weiter damit beschäftigt. So. Jetzt müssen wir den Gang noch hoch. So, hier war ja irgendwo die Flinte. So, hier habe ich den Schlüssel geholt. So, genau. Wo sind wir jetzt hier? Ach, dann kommen wir auch wieder zum Dingszimmer. So, und dann haben wir jetzt aber noch die Möglichkeit, den Keller abzusuchen. Obwohl hier unten, da war ich schon kurz, da kommst du nirgendwo durch, aber da war eine Portion Munition. Restricted Area. Hey, are you okay? Go away! Don't be afraid, I just want to talk. Sie nur wegrennt. Vielleicht sollten wir erst speichern, bevor wir hier weiterlaufen. Ich meine, wir sind immer noch ungestorben. Aber die eine Krankenschwester hat uns schon gezeigt, dass das nicht unbedingt so bleiben muss. Hört sich anders an. It sounds different.
Exam Room. Zahlencode. Klick, 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 klick. Mhm. Beobachtungsnotizen, Patient 90, Tag 1. Patient wurde zur Beobachtung verlegt, unterernährt, flache Atmung, vermeidet Augenkontakt, unruhig in Gegenwart des Personals, Panik bei dem Gedanken an Berührung. Zweiter Tag. Patient verweigert feste Nahrung, Zwangsernährung mittels nasogastrischer Sonde erforderlich. Serotoninantagonisten verabreicht. Ja. Um Übelkeit und Erbrechen zu reduzieren. Serotonin. Was, Alter? Tag 3. Patient wird zum Baden und Füttern fixiert. Behandlungszimmer bitte entsprechend vorbereiten. Fortschreitende Unterernährung. Sauerstoffmangel. Verdacht auf Selbstverletzung. Nicht bestätigt. Tag 4. Irgendwas stimmt. Und dann ging die Post ab. Manchmal muss ich mich schon in die Schubladen reinstellen, damit ich was rauskriege. Wurde denn hier gegenüber beobachtet? Ah, das. Das ist das. Genau, das Kombinationsschloss. Dach. Scheiße, bin ich kacke. Die Schrotflinte sieht fast genauso an wie die Pistole. Ich habe gedacht, hier kriegen wir jetzt irgendwas Klärendes zugesichert. Vielleicht gibt es noch was Schlaues auf dem Dach. Ich meine, wir haben Fotos, wir haben theoretisch genug Nummern, um. Ja, jetzt! Bleib unten, Mann! Wir haben genug Nummern, um 20 Schlösser zu versorgen. Aber das ist ja so willkürlich, das geht ja gar nicht. Oh, ist sogar offen hier. Ach ja, da ruft der Schlüssel. Komm schon. Wem soll ich die reinschieben, Junge? So, das heißt, uns gehen schon wieder die Möglichkeiten aus. Richtig. Hydrotherapieraum zu. Untersuchungszimmer 4 zu. Kombinationsbums. Nicht möglich. Ah, jetzt. Oh, der Moment, wo es bei mir Klick gemacht hat im Kopf, der war doch nicht so erfolgreich. War so ein falsches Klicken, aber hier. Das, also dass man hier Scheiben verprügeln kann, um durchzuschlüpfen, habe ich hier komplett übersehen. Ey, das ist da manchmal, ne? Wisst ihr, wie lange ich durch das Krankenhaus gelaufen bin, um zu gucken, wie es weitergeht? Und da liegt hier einfach ein Schlüssel. Für den inneren Trakt lesen. Innenhof 1. Loh. Jetzt können wir wieder ganz nach unten rödeln. Was ist sonst noch so los? Die Tür muss man jetzt ja nicht unbedingt aufmachen. Das öffnet ja nur dem Gesocks
Tür und Tor. Die Röntgenabteilung. What do we have here? Dr. Andrews, wir haben die Röntgenbilder, die Sie angefordert haben. Es scheint, als wäre die Datei unvollständig. Einer der Bilder fehlte. Wir schicken es Ihnen, sobald wir es finden. Lassen Sie mich wissen, wenn wir noch etwas für Sie tun können. Eine Hüpfte. Was haben wir hier? Old Fracture. Wie? Ah, kann ich den noch drehen? Tatsache. Das haut nicht hin. Ach, ist ja lustig. Kann man ein wundervolles Röntgenbild-Puzzle machen. Ich schieb das mal kurz hier hin. Ist das mit meiner Hüfte schon zu lösen, das Problem? So vielleicht? So, was mache ich mit dir? Habe ich hier irgendwas überlagert? Die alte Fraktur. Alter, eine 4. Miese Brise. Ich weiß nicht, ob wir jetzt noch weiter was damit machen müssen. Wir haben auf jeden Fall erstmal eine ganze 4 rausgefunden. Ich höre hier Laura die ganze Zeit rumsummen. So, okay, damit haben wir die drei Räume hier, glaube ich, erstmal geklärt. Er möchte da natürlich noch mehr von uns, ne? Röntgengerät. Okay, also wir werden hier mit Sicherheit nochmal herkommen müssen. Jetzt treffen wir uns erstmal wieder gleich am unteren Flur. Eine kurze, elegante Überblende und da sind wir wieder. So, das müsste jetzt... Ah, guck mal, steht sogar dran. In der Ward. Die große grüne Tür. Oh Gott. Schon wieder überall Patienten, die versorgt werden müssen. Ich hätte näher rangehen sollen mit dem Schuss. Erstmal brauchst du nochmal Hilfe. Ich komme sofort. Die duscht werden. Es gibt keine sauberen Menschen in dieser Klinik.
Oh, ist das hier? Sind wir jetzt... Stimmt, wir waren ja heiß auf des Arztaufenthalts. Ey, wir sind wirklich hier drin, Mann. Wir haben es geschafft. So, und hier müsste ein Code rumliegen, theoretisch. Dieser Fall weist eine beunruhigende Ähnlichkeit mit der Situation auf, die sich vor ein paar Jahren in unseren Einrichtungen ereignet hat. Damals wurde der Patient auf rechtliche Anordnung, aber mit dem Einverständnis seiner Familie eingewiesen. In den ersten Wochen schien sich sein Zustand zu verbessern. Die verabreichten Medikamente kombiniert mit Einzelsitzungen bei einem Psychologen und Kunsttherapie halfen ihm bei seiner Antriebslosigkeit, seiner Anhedonie und seinem sozialen Rückzug. Es gab keinen Grund zur Beunruhigung. Wir wussten nicht einmal, dass etwas mit ihm nicht stimmte, bis der Nachtwächter den Verlust eines Schlüssels meldete. Als wir ihn fanden, war es schon zu spät. Ja, genauso habe ich meine Aufenthaltszimmer für die Ärzte bei Team Hospital auch immer aussehen lassen. Genauso war das immer mit den Couchen, die man hinstellen konnte. Couchenste. Na, das ist das Tastenfeld. Es gibt aber keinen Hinweis auf eine Richtung, oder? Naja, kann ja bloß von oben nach unten oder von unten nach oben gehen. Sonst hätte man den Strich da, glaube ich, nicht so hingepult. Ist hier sonst noch wer drin? Ah, guck mal, jetzt können wir endlich hier die Tür aufmachen zum ersten Flur hin. Okay, damals haben wir das schon mal fürs Schwesternzimmer, war das? So, dann machen wir hier auch mal auf. Okay. Warte mal, ich muss mal kurz... ganz kurz was prüfen. Ja, okay. Kommt ein Sis. Ich hab Angst, dass rechts von mir auch wer ist. Ah, die. Oh. Du hast den Schuh verloren. Alter, mit Fuß. Ja, nicht nur zusätzlich verunstalten, die Leute. Müssen wir kurz entgönnen hier. Von den 32 Stück. Ey, kipp mir die Schrotflinte lieber irgendwie noch auf. Weil ich finde jetzt. Du musst echt extrem nah ran. Das habe ich mich noch nicht getraut, aber ich fand die Distanz, wo ich sie benutzt habe, eigentlich schon völlig in Ordnung. Weil sonst kann ich auch Nahkampf machen. Aber selbst da war es dann mit einem Schuss nicht geklärt. Ah, wir kommen hier in den Garten. Ah, guck mal. Das sieht nach einem Fall für unsere Nadel aus, da der Einfluss... Oh Gott, meine Fresse. Schon wieder ein Zwischenfall mit 50. Er ist aus dem Schwimmbad in den Garten gerannt und hat sich dabei geschnitten. Gott sei Dank war ich noch hier. Er war völlig manisch und hat geschrien. Ich habe die Pfleger gerufen, um ihn festzuhalten. Wir haben es gerade so geschafft, die Wunde zu nähen. Er ist jetzt sediert und wieder in seinem Zimmer.
Mann, die hatten ja aber echt wilde Fälle. Ist das ein Ohr? Ah, oh, ja, klar, wir müssen da noch irgendwas dran basteln. Weil, also, das ist dann wahrscheinlich nachher so ein Stück Strüppe. Weil du hier hättest so niemals aus der Schublade angeln können. Niemals nicht. Ja, genau, das auch wieder den Aufzug in den Arsch gemacht. Ah, hier wäre das gewesen. Das ist gar nicht der Keller. Oh, kleinen Moment. Oh, ich hab gedacht, das war ein Bug erst, dass ich es irgendwie an meinem Rohr zu hängen hatte. Das klang wieder so falsch. Na gut, wenn man richtig rinkriecht in die Leute, dann geht's. Kann er noch kurz da machen. Stand die gerade an? Warnung, Explosives? Ach. Die Küchenkraft ist noch da. Die überleben am längsten, weil die sind am härtesten. Einfach mal ein Bild von einem. Von einem Hahn, eine Pute oder was soll das sein? Muss dieses eklige Geräusch erstmal los, wenn das nervt. So viele, ey. Können wir uns in Ruhe umgucken. Oh, die Essensausgabe. Ist aber unordentlich hier. Meine Herren. Oh, Kaffee. Warte, da muss ich erstmal kurz hingehen. Was bringt denn wieder die ganze Zeit kalt auf? Ach, hier ist ja doch was drin. Da hat der Kaffee schon geholfen. Direkt mehr Übersicht gehabt. Konzentration. Ah, schon cool. Ja, ist bestimmt auch hier fett zu kochen. Damals. Als es noch nicht so viele komische Auflagen gab und man nicht mehr Bücher ausgefüllt hat, als man gekocht hat. Aber so sieht es natürlich auch ein bisschen kritisch aus. So, was haben wir hier? Ah, ist aber auch nur ein kleines Problem mit Ungeziefer. Schimmelentferner. Mold Remover. Hätte man einen Resident Evil 7 gebrauchen können. Ja, verpisst euch mal alle. Es sitzt in den Wänden, tief im Inneren. Der Schimmelentferner vertreibt es für eine Weile, aber dann taucht das Ding an genau derselben Stelle wieder auf. Wir müssen die Wand aufmachen, sie einreißen, wenn es sein muss, und es ausrotten. In Ordnung. Hatten wir jetzt schon eine Stelle, wo uns Schimmelentferner... geholfen hätte?
So, okay, na gut. Wird er vielleicht noch auftauchen? Hier gibt es noch ein bisschen Krähe. Oh, jetzt haben wir aber gut. Fast 2 Magazine. That's great, that's great. Dabidubidi. Dubidubidi, alles ist in Ordnung. So, jetzt sind wir wieder am Schwesternzimmer angekommen. An diesem Empfangsraum eigentlich. Da können wir gleich mal eine Zwischenverspeicherung betreiben. Gucken wir uns kurz ein bisschen ins Gesicht. Ah. So, now we have Schimmelentferner. Nur mal so? Ja, hätte mich jetzt auch echt gewundert. Also finden wir noch einen gammligen Gegenstand demnächst. Das Lager war zu. Das war zu. In der Apotheke. Achso, wir können noch in den Garten. So war das. Wer das? Oh, ausgerechnet hier dürfen wir nicht lang. Ah, ist ja auch so ein Reudenbär um mich schlichen. War das hier? Ah, in der Apotheke, genau. So. Raus jetzt. Hat er mir einen Herdnut gegeben? Abgeschlossener Pavillon. Nicht ein Erste-Hilfe-Set drin. Und ein angenehm warm leuchtendes Licht. Auf geht's. Muss ja irgendwas drin sein, ne? Scheiße. Hier ist noch was los, außer Spinnenweben. Also ein sicher. Boah, schöner Fleck draußen, wollte ich gerade sagen. Scheiße. Also das mit dem Eisenrohr, das kommt gut, ne? Muss man ja sagen. Man spürt da die Wucht. Bin gerade in den Knie geschossen, der andere kniet in dem Moment ab und dann kommt das Stahlrohr, Alter. Fühlt sich schon gesund an. Ah, hier ist der Pool. Schwimmwesten, Schwimmbretter sind am Start. Sicherheitsvorkehrungen sind getroffen, das ist schon mal gut. Kriterien sind alle erfüllt. Munition ist auch da. Ein ganz ausgezeichnetes Schwimmbad.
Schimmelentferner. Es wird Zeit für den Schimmelentferner. Vielleicht zum Ablassen des Pools. Es gibt Abzüge, aber ist leer. Ja, aber guck mal, mein Radio brummt gar nicht mehr. Aber hier ist definitiv eine Kniescheibe, die mich bedroht. Nicht cool, Leute, nicht cool. Ich frage mich, ob Kegelkopf Kowalski hier nochmal auftaucht. Da! Da ist das Stück Strüppe. Das brauchen wir. Das muss in der Apotheke rein. Hallo? Ah. Jo, dann lass uns das mal eben zusammenknüppeln. Das sieht doch noch was aus. Ja, einfach nur raus. Schwimmbad, das kommt noch. Die Poolpumpe ist da drunter. The Pharmacy. Täter mit verborgener Nadel. Es ist so tief sah es jetzt ja nicht aus, ne? Der Ohrenschlüssel. Von den Herrinnen des Waldes. Ah, für die Poolpumpe direkt. Dann gehen wir wieder durch den Garten. Warum steht er denn bitte jetzt auf? Verarschen wir doch. Mal hier durch. Okay, der Muffi. Also das wäre jetzt. Ich konnte ihn auch nicht hauen, ne? Habt ihr gesehen? Weg mit der Suppe. Boah, die ist aber effizient. Da unten liegt natürlich ein Kollege. Gerade so angeboten. Wie ihr flippt jetzt alle aus hier. Ach, da ist wieder so ein ruhiges Loch in der Wand. Traue ich absolut nicht. Eine Wand zu durchbrechen. Kachel da zerschlagen. Das blutbeschmierte Armband. Schnell raus hier. Aus! So, jetzt haben wir eine zweite Armband. Wir brauchen aber drei. Wir haben jetzt noch den Schimmelentferner. Allerdings kein Objekt.
um das irgendwo anzuwenden drauf. Ach, hier waren wir schon drin. Sagt unsere Map. Look at the map. Ah, was wir ja theoretisch haben, ist Zugang zum Schwesternzimmer, right? Okay. Okay, okay. Aber ich mache, wenn ich schon hier bin, mache ich noch eine Kaffeepause. Und jemand auch eine Pause oder schaut was anderes irgendwo weiter. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Silent Hill 2 Remake wieder. Boah, der flippt mit das. Ich flipp aus. Hau drin, bis zum nächsten Mal. Was ist denn jetzt hier die Kaffeemaschine?